Der monatliche Hörspiel-Podcast von und mit Olaf von der Heidt und Martin Stelzle. Bist du auch bereit? Aber sowas von. Na dann. Wird jetzt eh nichts mehr nützen, es läuft ja schon. Ach so, das stimmt, ja. Ja. Ja, du kannst ruhig. Ja, guten Tag auch. Hallihallo. Schon wieder sind wir es. Ja, wir haben wieder einen neuen Orcast gebastelt. Oder beziehungsweise sind gerade jetzt dran, einen Orcast zu basteln. Also wenn ihr das hört, haben wir schon gebastelt. Ihr wisst ja. Live on Tape, Zeit zu drehen, ist nachhören. Ja. Auch schön, habe ich schon lange nicht mehr gehört, ja. Genau. Sagen sie ja heute auch nicht mehr, ne? Nee, stimmt. Ist auch irgendwie weg. Ist ein Pott im Podcast und im Pott im Dingsbums. Früher war alles besser. Damals. War es nicht. Ich habe heute mit meinem Kind ein Buch über Mittelalter geguckt und da steht irgendwie drin, na, wollt ihr auch eine Zeitreise machen? Da habe ich gesagt, nee. Die waren alle krank, gestorben und. Genau. Ist auch nicht gut, bestimmt. Genau. Bleibt da weg. Bleibt da weg, genau. Wir sind jetzt in der Gegenwart, aber wie immer im Orcast ist das ja zeitlich verwirrend. Wir gucken ja immer erstmal voraus. Mhm. Das tun wir auch in der 104, da sind wir übrigens angelangt jetzt, die 104. Und wir gucken voraus, der Monat, der uns ins Haus steht, ist der Hörspielmonat Dezember und da werden wir natürlich reinhören. Und da wird es einiges zu hören geben. Genau, dann hören wir nochmal zurück, so 2-3 Sachen aus dem Oktober haben wir dann auch noch für euch. Mhm. Dann haben sich noch bestimmt so ein paar Reste angesammelt, die wir noch aufholen können und Gedöns, das was so übrig bleibt, der Schied und Schmer. Genau, dann packen wir nochmal den Hörspielmonat November an und dann sind wir auch schon durch mit diesem Orcast. Ganz genau. Ja, denn wir machen nämlich jetzt den Vorausblick Dezember in einem Rutsch. Das komplette Weihnachtsgedöns, was euch jetzt alles erwartet. Weil wir ihn so vorbereitet Wir sind vorbereitet. Genau. Ja, ausnahmsweise. Vorweihnachtliche Stimmung, wollte ich sagen. Ja. Genau. Ja, da kommt, schmeißen wir uns rein. Nee, einen Titel haben wir doch noch. Nee, haben wir nicht, weil der Titel ist ja im Lockdown. Ach, der Titel ist im Lockdown. Ja. Genau, stimmt. Genau, das ist zu Meta. Ich bin's doch nur, die Meta. Ja, genau. Da muss ich immer dran denken. Das hat sich so in meinem Kopf festgefressen. Ah. Ich bin's doch nur, die Meta. Also ist eine Demeter? Auch schön, ja. Demeter. Ach ja. Ja, bevor wir noch mehr schlechte Wortwitze machen, mit dem Dezember. Der startet nämlich mit was ganz Besonderem. Es ist ja Dezember. Mhm. Und was kommt da so normalerweise? Also die Kinder wissen es. Schoki jeden Tag und so. Ein Adventskalender. Und im Hörspielbereich übernimmt das ja seit Jahren jetzt schon Kai Magnus Ding mit seiner lustigen Mordrunde, die aber dieses Mal ein bisschen anders sein wird. Ja. Es startet am Dienstag, den 1. Dezember, 7.22 Uhr im SWR 2 und da startet das ABC des schönen Mordens. Richtig. Diesmal auch wieder in der Regie von Leonard Koppelmann, aber als Sprecher fungieren Felix von Manteuffel und Leslie Malton, die ein Ehepaar spielen und sich dabei unterhalten. Hab noch keine weiteren Infos. Der sogenannte Klappentext liest sich auch so ein bisschen kryptisch. Da ist also nur so ein Ausschnitt aus so einem beginnenden Gespräch. Also von daher kann man noch nicht allzu viel sagen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das wieder eine ganz tolle Nummer wird und euch das Ganze sicherlich unterhalten wird bis zum 24. Dezember. Es läuft also täglich. Ein bisschen kompliziert bei den Sendezeiten, also grundsätzlich um 7.22 Uhr und abends um 19.56 Uhr in der Wiederholung. Außer am Wochenende, da ist es dann samstags 7.56 Uhr. Guckt auf der Seite nach. Also wir klemmen das ein, also ihr könnt einfach draufklicken und da steht es dann. Es ist auf jeden Fall Samstag und Sonntag läuft es später, sonntags irgendwann kurz vor 12 und dann auch nur einmal, genauso wie samstags nur einmal. Ist ein bisschen schwierig, aber ich gehe mal von aus, auf der Webseite von SWR2 wird das Ganze auch zum Nachhören oder Download zur Verfügung stehen. Ob es da nicht wieder Beschwerden gibt, 7.22 Uhr, ja. Fröhliches Morden. Kann gut also, sein. Also, wenn ich eine Vermutung abgeben darf, ich tippe auf so Triumvirat, Morde ausdenken. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. Das ist wohl wahr, ja. Der Verdacht liegt nahe. Stimmt, bei dem Autor liegt der Verdacht nahe. Dann gibt es ein Hörspielmagazin und das ist die Folge 12, weil es im Monat Dezember kommt. Berichte und Gespräche und Informationen zum Hörspiel in Deutschland und in aller Welt am 1. Dezember 20.10 Uhr im Deutschlandfunk.
Ja, genauso am 1. Dezember um 23.03 Uhr gibt es bei SWR 2 auch eine Art Magazin, also beziehungsweise einen Rückblick auf den Karl-Schucker-Preis. Das gibt es ja auch alle Jahre wieder. Und zwar das Hörspiel vom Hörspiel, eben dieses Jahr 2020, eine kleine Werkschau der eingereichten Stücke. Ja, dann haben wir schon das erste Knallerle, das uns ins, also das zweite Knallerle, was uns ins Haus steht. Am Mittwoch, den 2. Dezember, gibt es nämlich bei Audible, ja, quasi den zweiten Teil von Die Juten Sitten, Kaiserwetter in der Gosse von Anna Basina. Und na, wie wir den ersten Teil fanden, das, da könnt ihr euch vielleicht ja noch erinnern an unsere überschwänglichen Lobhudeleien, die völlig gerechtfertigt waren. Das war ganz, ganz groß und cool. Ja, Bin ich freue ich mich gespannt. auch sehr drauf. Ja, dann noch ein Hörspiel, was wir euch schon mal vorgestellt haben und was Bayern 2 dankenswerterweise nochmal wiederholt. Am 2. Dezember um 20:05 Uhr läuft nämlich nochmal Bodo Trabers Heffenlein bei Bayern 2. Ja, auch da könnt ihr dann nochmal reinhören. Ist ja von diesem Jahr, früher lief das ja schon mal und ist jetzt, glaube ich, mittlerweile aus der Mediathek verschwunden. Von daher ist ganz gut, wenn es nochmal gesendet wird. Ja, dann ist Donnerstag, da geht es ja immer mit Kein Mucks weiter, den Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka. Dieses Mal im Podcast Barbara spielt eine Rolle von Arnold E. Ott, den Namen kennt man ja mittlerweile auch, eine RB-Produktion aus 1973. Ja, und am Donnerstag im Radio um 19:04 Uhr bei WDR3 gibt es ein Preisträgerstück vom Leipziger Hörspielsommer, und zwar das, was die Kategorie Beste Form gewonnen hat, und zwar Universität des Scheiterns von Moritz Geiser. Ein schönes Stück über, ja, oder beziehungsweise ein fiktives Feature, nennen wir es mal, mit einem sehr hintergründigen, ja, Plot, in dem es um, ja, das Scheitern an sich und wie man dieses Scheitern professionalisiert macht. Das ist wirklich ein sehr, sehr gelungenes Ding. Solltet ihr hören. Dann das nächste Knallerle. Und zwar, das ist ein Hörspiel, das man leider irgendwie zu selten sendet, finde ich. Das Das stimmt, ist ja. nämlich ein Hammer, wirklich. Donnerstag, 3. Dezember, 23 Uhr, sendet nämlich 1 live Du bist zu schnell von Zoran Drenka, eine Koproduktion von WDR und SWR aus 2010, die wir euch bepriesen haben in allen höchsten Tönen. Ein hammerstarkes Stück, gruselig und merkwürdig und ja, ein ziemlich wilder Ritt. Ja, unbedingt hören. Ganz tolles Ding. Ja, ab in den Handel. Es ist Freitag und im Dezember kommt ja immer auch noch ein bisschen was raus. Und zwar unter anderem hat Karussell eine neue Asterix-Folge, die Nummer 34. Asterix und Obelix feiern Geburtstag. Oh je, das wird wieder so eine Meta-Folge. Ja, mal gucken. Dann die Punkies gibt's auch mit Folge 24 Swamp Beats. Yeah. Ja, und eine neue Ausgabe der schwarzen Serie. Die Schwarze Spinne heißt sie, ist Folge 16 und ist nach dem Werk von Jeremias Gotthelf. Bin ich sehr Da gespannt freue ich drauf. mich doch. Dann gibt es auch den zweiten Frankenstein. Frankenstein und der Zirkel der Sieben Nummer 2. Verflucht seid ihr alle. Nach dem Auftakt bin ich gespannt, ob man das halten kann und weiter so gut erzählt. Bin ich gespannt. Freue ich mich. Ja, dann startet auch eine neue Serie bei Hermann Media. Die haben ja lang keine neuen Serien mehr gemacht. Und zwar heißt diese Kaffeesatz, Tarot und Tod. Und die erste Folge heißt Die rosarote Quante. Was ist eine So, Quante? das steht da wirklich. Bei uns sind Quante Füßen. Füße? Ja, nennen wir Quanten. Aha. Ja, weil wegen Sprung wahrscheinlich. Oh. Nein, ich Ein Physiker wird. hieß schon immer so. So. Aber jetzt kommt der grafische Hammer. Also da habt ihr jetzt im Podcast jetzt nichts von. Das ist echt schade. Wir können es nur beschreiben. Ja, aber das Ding müsste eigentlich als LP rauskommen, weil das wirklich das groteske, ich kann das Wort schon nicht mehr aussprechen, groteskeste Cover ist, was seit langem hier über den Hörspielschreibtisch gewandert ist. Und wir sehen ja einiges, aber Ja, also das ist schon, es geht um Klaus Störtebeker. Also so heißt das Stück. Ist könnte man eine, jetzt nicht drauf kommen, wenn man das Cover ja, sieht? nee, wirklich nicht. Also außer, dass da ein Schiff angedeutet ist, vor allen Dingen auch die Figur im Vordergrund ist so herrlich schlecht gezeichnet, oder? Ja, als ob Das ist irgendwie wirklich alles so, verrutscht also wäre. hätte der Praktikant noch mal gesagt, oh, mal da noch mal was hin. Vor allem die Frisur, mal noch eine Frisur oben Ja, drauf. genau. Ja, eine Frisur, die aussieht, als hätte man drauf Ja, also genau. fäkaliert, ja. Ein Riesenladen. Ja. Vielleicht war es Klaus Störtebeker, der sich da gerade drüber schwingt. Ja, weil Klaus Ja. Störtebeker, das ist jetzt eigentlich der wahre Hammer dieses Covers, hat nichts an außer einem roten Lendenschurz. Er Der ist aber nackt. Er Schuhe hat er an, oder? Ist das ein Schuh vorne? gelbe Okay. Schuhe, ja. Und ein Schwert in der Hand. Und hinten kommt Und noch ein halt. Nackter. Der hat eine Axt. Und Ja. sonst auch nichts wahrscheinlich. Ja. Nur nicht mal einen roten. Oh Mann, so eine Fleischwurst.
Ah, Fleischwurst mit Lendenschurz und Schuhen. Also, wer macht sowas? Warum macht man sowas? Da steht man davor mit offenem Mund, weiß nicht mehr, was man sagen soll. Da muss man echt sagen, Conny Halver, das ist früher nicht ganz ohne Drogen abgelaufen. Da kann mir keiner erzählen. Ja, zwischen den Mopsi-Mops-Folgen noch kurz hingemacht. Ich stell mir davor, wie im Jahr 1975 Eltern ans Plattenregal sind und gedacht haben, ach, mir holt da unserem Jungen mal ein schönes Abenteuerhörspiel. Und haben dann diese Platte. Schön, der Klaus Dördebecker. Ja, mit Lindenschurz. War bestimmt ein Renner. War da Tarzan irgendwie neu in? Kam da eine neue Tarzan-Verfilmung raus? Vielleicht. Also, ist schwer, das zu erklären. Ja. Ja. Ach, schön. Da würde ich gerne mal nochmal Mäuschen gespielt haben wollen. Ja, dann gibt es auch eine neue Midnight Tales, die 31, Unheil zu verkaufen. Ja, und bei der Panini Sports Academy gibt es auch zwei neue Folgen, die 6 und die 7. 6 heißt beim spanischen Weltmeister, das ist bestimmt eine super Folge, die läuft bestimmt total gut jetzt. Und die 7, alle gegen einen. Ich glaube auch, dass der spanische Weltmeister momentan total angesagt ist bei deutschen Fußballfans. Könnte sein. Da will man bestimmt total viel von hören. Ist aber eine Serie, vor der ich mich bis jetzt gedrückt habe. Ja, ich werde auch. Ich möchte da irgendwie nicht, weiß auch nicht. Vielleicht tun wir der Unrecht, aber. Ich glaube nein. Ich weiß nicht. Ja, dann wird es auch einen neuen PDAX geben, einen neuen alten PDAX, wie immer. Und zwar hat PDAX eine SR-Produktion aus 1965 aus dem Archiv gebuddelt von Anthony Gilbert. Schleichender Mord heißt sie. Und auch eine neue Teufelskicker wird es geben, die Folge 86, Blau-Gelb bei den Bayern. Auch das will ich, glaube ich, nicht hören. Nee. Ja, dann packt All Ears nicht nur den Störtebeker aus, sondern auch einen, ja, das ist schon so ein Klassiker, Tigerhai, ne? Mhm. Ich habe, glaube ich, keine Folge bis jetzt davon, da gibt es ja mehrere, oder? Ja, ich glaube, das ist schon die zwei, also die erste kommt jetzt Ende November raus, die hatten wir im Vorausblick noch nicht drin, weil die jetzt relativ kurzfristig angekündigt waren, machen wir dann im Update mit. Aber jetzt gibt es dann eben am 4. Dezember auch Tigerhai in Seenot, das alte Peck-Hörspiel aus 1974. Ja. So, springen wir wieder ins Radio. Am 4. Dezember um 19.04 Uhr bei WDR 3 gibt es eine Ursendung. Das Hörspiel Liebesmühe von Christine König wird dort zu hören sein. Ja, dann gibt es am 4. Dezember auch noch einen Radiotatort, nicht den aktuellen, sondern um 20 Uhr gibt es im SRF 1 nochmal Wie weiß keiner von Dirk Schmidt zu hören. Den Hammer-Radiotatort 147 war das. Ja, dann springen wir zum 5. Dezember. Das ist der Samstag und dort läuft um 20 Uhr bei SRF 2 Kultur eine Ursendung. Der mechanische Türke heißt das Ganze, ist von Petr Zurek, eine Neuproduktion, bei der es, ja, ich sag mal, das ist, ich habe reingehört und tatsächlich, es ging leider überhaupt nicht an mich. Ich fand das sehr kompliziert oder zu kompliziert, um dran zu bleiben. Die Idee hinter diesem mechanischen Türken fand ich eigentlich ganz gut. Also das mechanische Türke ist ja dieser Schachautomat, den man mal irgendwann ersonnen hat und das als Automat verkauft hat. Wobei da eben kein Automat war, sondern eben ein reeller Schachspieler unten drin saß und quasi nur die Fäden bewegt hat und entsprechend das nur als Automat aussehen ließ. Und das hat man heutzutage in die Neuzeit übertragen. Das ist sehr, eigentlich vom Ding her sehr interessant, aber es gelingt diesem Hörspiel nicht, das aufrechtzuerhalten. Da ist so viel Kleinteiliges drin, was so alles für sich genommen sehr interessant ist. Aber dieses Große, dieses Gesamte, das will irgendwie, also zumindest in meinen Ohren, überhaupt nicht zusammenpassen. Also das kriegt keinen Flow, das hat irgendwie keinen Faden, an dem das langläuft. Und nee, hat mich leider überhaupt nicht abgeholt. Das war leider nicht meins. Naja. Dann doch vielleicht das nächste. Am Sonntag, 6. Dezember, gibt es nämlich um 15.05 Uhr im BR2 den zweiten Teil dann schon von Meine geniale Freundin, der zweite von vier. Ein Hörspiel nach Elena Ferrante und das Ganze hat Martin Heindl inszeniert. Ja, und auch einen zweiten Teil einer Ursendung gibt es am Sonntag, den 6. Dezember bei SR2. Dort läuft nämlich der zweite Teil von Neben der Spur von Hakim Jaziri. Ja, dann gibt's noch eine Ursendung. Ja, es geht auf Weihnachten zu, da häuft sich's. Am 6. Dezember gibt's auch um 18.20 Uhr im SWR 2 Lehrjahre der Männlichkeit, den Auftakt eines Dreiteilers nach Gustave Flaubert, eine SWR-Produktion, die auch nächstes Jahr dann beim Audioverlag auf CD erscheinen wird und am Regiepult Leonard Koppelmann. Genau. 6. Dezember, wir bleiben bei der Ursendung. In der Info hat auch was Neues im Programm. Brief an meine Mutter nach Georges Simenon. Wer im letzten Orcast aufgepasst hat, die hatten doch schon mal ein neues Georges Simenon Hörspiel. Ja, da kommen wir noch zu, im November. Und das ist auch der Auftakt einer
Seminarreihe, da wird euch jetzt in diesem Teil des Orcas noch etwas mehr begegnen. Also da kommt gleich noch mehr. Dann noch eine Ursendung am 6. Dezember, 23 Uhr im Ö1 gibt's das Hörspiel Das ist keine Dystopie von Mariola Brilowska, eine Eigenproduktion mit dem ORF zusammen. Dann am 7. Dezember, das ist der Montag, gibt es um 14 Uhr bei SRF1 ein Hörspiel, diesmal keine Ursendung, sondern ein Hörspiel, was zwar dieses Jahr urgesendet wurde, was wir euch aber nochmal gerne ans Herz legen, und zwar ja. Rollover Beethoven, eine Sitcom aus dem alten Wien in neun Aufzügen von Johannes Meyer und Ulrich Bassange. Das wird als Zweiteiler gesendet, der erste Teil jetzt am 7. und der zweite dann am 14. Dezember und das Ganze bei SRF1. Ein großer Spaß, ja. Bitte anhören. Dann am Montag um 22 Uhr im MDR Kultur gibt es eine Ursendung, nämlich Alte Abdeckerei heißt das Hörspiel von Wolfgang Hilbig, eine MDR-Produktion. Ja, und wenn ihr lieber Krimis mögt, dann schaltet um zu Deutschlandfunk Kultur. Dort läuft nämlich um 22.03 Uhr das Stück Kreuzeder von Jörg Graser, was wir euch auch schon mehrfach in den Himmel gelobt haben. Der erste Teil ist wirklich eine Granate. Ich glaube, der zweite auch noch. Ich glaube, war der dritte, der so ein bisschen abgefallen ist. Der vierte sogar, oder? Genau. Aber der erste ist immer noch eine Granate und den könnt ihr euch gerne gönnen. Dann am Montag um 23.04 Uhr im SRF1 gibt es noch eine Ursendung, und zwar ein Schreckmümpfeli, das Superquiz von Dino Buzzati. Ja, dann gibt es den Radiotatort im Dezember. Eine Ausgabe von RBB Kultur geschrieben hat das Ganze der Glauke und der Titel lautet Erster Angriff. Und das Ganze ist ab Mittwoch, den 9. Dezember zu hören. Bei Bayern 2 ist wie immer die Ursendung um 20.05 Uhr und dann folgen alle nachstehenden Sendeanstalten. Ja. Bin ich gespannt. RBB ist ja eigentlich immer... Ja, der Glauke vor allen Dingen zum ersten Mal jetzt als Autor. Bin gespannt. Könnte was werden. Mhm. Dann ist wieder Donnerstag, da gibt's wieder kein Mucks, eine neue Ausgabe des Krimi-Podcasts mit Bastian Pastewka und dieses Mal das Hörspiel Gala-Vorstellung von Richard Sale, eine RB-Produktion aus 1958. Ja, dann ein spezieller Tipp, aber ein großartiges Hörspiel tatsächlich am 10. Dezember um 22.03 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur. Patty Hearst, Princess and Terrorist, ein Hörspiel von François Cactu und Brezel Göring. Ich hoffe mal, dass ich auch, weil Brezel auf Deutsch glaube ich nicht, oder? Und Brezel Göring, also irgendwie... Ich gehe mal von einem Künstlernamen aus. Ich hoffe es für die beiden, muss ich gehen. Aber es ist jedenfalls ein tolles Hörspiel, mal ganz ab von der Brezel. Ja, dann ist wieder Freitag, da öffnet der Handel seine Pforten und spült uns ins Haus neue Hörspiele, unter anderem Der kleine Huibu, Folge 20, Die Geisterstunde und Lotte zieht aus. Ja, und dann extra für dich hat auch die Fuchsbande einen neuen Fall oder zwei neue Fälle. Schon die Ausgabe 20, Die offenen Türen und Der blättrige Besen. Ich freue mich. Besen. Wir sind nämlich tatsächlich durch. Echt? Ja, wir müssen sich ein bisschen beeilen bei der Lauscher-Lounge. Dann gibt es eine neue Hani und Nani, die 68 schlaflose Nächte mit Hani und Nani. Ja, und dann, da sind sie, der neue Jan Tenner. Und gleich zwei sollen im Dezember rauskommen, am 11. Dezember. Einmal die Folge 10, Wächter der Zeiten, und die Folge 11, Tanjas großer Kampf. Nein, dieses Mal nicht. Ach komm, gib der Serie noch eine Chance. Komm. Nein, ich ärgere mich nur und ich will mich nicht um Weihnachten. Das Titellied ist so schön. Da höre ich lieber, Playmobil Hörspiele Nummer 4, Novel More, das sagt mir auch nichts, die Wolf-Zeremonie, das ist so schräg, was ist das? Ja, Ritterhörspiele. Oh Mann. Ja, in 2 Jahren sitzt du auch da und musst Burg aufbauen, da bist du froh, wenn du irgendwo noch ein paar Novel More Hörspiele dabei hast. Wir haben heute den ganzen Tag schon Ritter gespielt. Ja, siehst du, da willst du vielleicht schon nächstes Jahr, wo du die Burg aufbauen. Deswegen das Mittelalterbuch, wo ich da mal dazwischen grätschen muss. Ja. Kreuzzüge, da stehen auch wirklich Kreuzzüge drin. Ne? Dann haben wir am Samstag, den 12. Dezember, 19.04 Uhr bei WDR 5 ein Kinderhörspiel, was euch dann den restlichen Dezember, also beziehungsweise dann immer samstags und in der Wiederholung sonntags bei WDR 5 begleiten wird. Und zwar Die Schule der Weihnachtsmänner von Karl-Heinz Koenig ist nochmal zu hören, das dreiteilige Hörspiel, was es auch beim Hörverlag auf CD gibt. Ja, da tummeln sich ja auch Hörspielberühmtheiten. Und dann gibt es was wirklich Großartiges. Ich habe dieses Hörspiel damals irgendwie auf YouTube zufällig gefunden und einfach mal angehört, weil es Dürrenmatt ist. Und bin jetzt nicht so der Riesen-Dürrenmatt-Fan, das ist schon immer spannend, aber das, holla die Waldfee, das ist wirklich großartig. Am Samstag, den 12. Dezember um 20 Uhr, sendet SRF 2 Kultur nämlich Das Unternehmen der Vega von Dürrenmatt.
Und das ist eine DRS-Produktion aus 1968. Das ist bestimmt auch mehrfach vertont worden. Ja. Weiß es nicht, ob es jetzt die war. Ich denke mal eher nicht wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja... Aber diese Geschichte alleine ist so gut, dass man das dringend mal hören sollte. Ja, dann gibt es eine Ursendung am 12. Dezember um 20.05 Uhr beim Deutschlandfunk. Mondeville, Vaudeville heißt das Ganze und ist von Jan Wagner. Und Regie macht mal wieder Leonard Koppelmann, der macht ja auch sonst nichts. Nö, das ist sonst beschäftigungslos. Ja. Dann am Sonntag, 13. Dezember, 19.04 Uhr im WDR 3 gibt es das Hörspiel Freaks zu hören nach Joey Goebel, eine WDR-Produktion. Ja, hatten wir euch zwar noch nicht vorgestellt im Orcast, aber nein, aber gehört hatten wir es, das weiß ich. Aber ich habe keinen Link gefunden. Das solltet ihr auf jeden Fall hören, weil das total gut war. Ingrid van Bergen. Ja. Lorenz Lukas, ganz groß. Da geht es um eine Rockband mit sehr illustren Mitgliedern von der 80-jährigen Punkerin. Bis zu der Rollstuhlfahrerin an den Drums, also das ist schon, und das funktioniert vor allen Dingen, weil diese Figuren trotz dieser Spezialitäten, die eigentlich gar nicht so irgendwie passen, so gut eingebaut werden, dass man das auch gar nicht mehr hinterfragt. Das wird auch irgendwie gar nicht so groß thematisiert, also das ist wirklich total gelungen, wie man das zusammengebaut hat, also wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Stück. Und ein wilder Ritt, ja. Ja. Cooles Teil doch, das fand ich auch bockstark. So, dann hatten wir es ja mit Georges Simenon. Jetzt die nächste Ursendung. Am Sonntag 21.05 Uhr im NDR Info gibt es das Blaue Zimmer von Georges Simenon, eine NDR-Produktion. Ja, das Ö1 Kunstradio hat am 13. Dezember um 23 Uhr eine Ursendung im Programm Dada Radio, ein Hörspiel von Ars Poetica. Das sind im Einzelnen Fräulein Hahnkämper, Kamper, und Bernhard Satzinger. Ja, dann am Montag gibt es eine Ursendung um 19.04 Uhr im WDR 3. Gattung, Art und Unordnung heißt es. Das ist der Auftakt eines Vierteilers von Frank Spilker, eine WDR-Produktion. Soll ich jetzt mal protzen mit meinem alten Schulwissen? Ich habe nämlich mal im Biologieunterricht, mussten wir was auswendig lernen, das weiß ich bis heute tatsächlich. Und zwar ist das die Unterteilung Lebewesen quasi, also wie du Lebewesen klassifizierst. Und das habe ich damals auswendig gelernt, das weiß ich immer noch. Es gibt wenige Sachen, die ich aus der Schule weiß. Und das ja. Es geht nämlich Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung, Art, Rasse. Ich frage ab das nächste Mal. Okay, ja. Frank Spilker, für die, den der Name nichts direkt sagt, ist der Sänger der Sterne. Oder werden die auch die Sterne genannt immer, wie bei den Ärzten? Ach, wie die Partei gerade. Meint die das auch? War doch das mit dem Duden jetzt, ne? Wird nicht gebeugt. Komm, neuer Krimi und auch mal wieder was von Koppelmann, allerdings von Viviane Koppelmann diesmal. Also Ohren auf. 14. Dezember, 22.03 Uhr, Deutschlandfunk Kultur, läuft der erste Teil von La Belle, Terror auf der Tanzfläche. Und den zweiten gibt es dann eine Woche später, am 21. Dezember. Und auf Deutschlandfunk könnt ihr es auch im ehemaligen Mitternachtskrimi, heute True Crime, Sendeplatz hören. Dort läuft es am 19. und 26. Dezember. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, das klingt gut. Dann ein Hörspiel, das wir lange mal gehört haben. Vor ewigen Zeiten. Das ist wirklich lange her. Es war mal ein Tipp bei den Hörspielfreunden. Ja. 16. Dezember, 20.05 Uhr im BR2 gibt es das Hörspiel Albtraum von Petra Hammesfahr nochmal zu hören. Eine WDR-Produktion aus 2008, ja. Die wir gut fanden anscheinend. Die war richtig gut, ja. Ist sie wahrscheinlich immer noch. Also von daher würde ich schon mal sagen, hört einfach mal rein. Ebenfalls gut fanden wir Dreckige Engel, ein Hörspiel von Richard van Kamp. Eine WDR-Produktion aus 2008, die läuft nämlich auch nochmal am 17. Dezember um 23 Uhr bei 1 Live. Dann eine Ursendung gibt es am Donnerstag, den 17. Dezember, 23.03 Uhr im SWR 2, der unsichtbare Dritte. Nein, ich habe genau den gleichen Fehler gemacht. Das heißt das unsichtbare Dritte. Ach, tatsächlich? Ja. Boah, krass, das ist ja witzig, ja. Was das Gehirn da macht. Hm. Das unsichtbare Dritte von Albrecht Kunze. Na dann. Ab in den Handel, da gibt es auch was Neues, beziehungsweise auch schon was, was uns im Ende November kurz überrascht hat. Und zwar Fritzi Records hat eine neue Serie gestartet, die es bei der Romantruhe Audio als Download-Only gibt. Und zwar Banks, Drogenkrieg in Kolumbien. Dort erscheint jetzt am 18. Dezember die zweite Folge in der Höhle des Löwen. Das Hörspiel ist von Rian Drines, der auch gleich mitspielt. Und da sind auch noch illustre Sprecher, alt und jung, von Thomas Nero Wolf über Dirk Hardegen, Gordon Piedesack ist dabei, Sascha Träger. Also sehr illustre und ja, ich bin sehr gespannt. Also ich denke, die eins werden wir vielleicht noch kurzfristig hören. Da können wir euch vielleicht im November-Update schon was zu sagen. Ja, schauen wir mal.
Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, dann eine Serie aus der Versenkung nochmal aufgetaucht. Edgar Wallace löst den Fall, die es ja bei Winterzeit gab. Da gibt es jetzt auch die Folge 9 am 18. Dezember. Das leere Grab heißt sie. Dann gibt es auch eine neue Folge Gruselkabinett, die Folge 166 Bisclare Vrai. Und das Ganze ist von Marie de France. Sehr gespannt. Sieht nach Werwolf aus, oder? Könnte. Wenn ich den subtilen Hinweis auf dem Cover deute. Oder es ist Klaus Störtebeck. Das kann natürlich auch sein, aber er hat keinen roten. Ja, obwohl, man sieht es ja schlecht. Na, er sitzt ja. Er sitzt so ungünstig. Ja. Also ist es Klaus Störtebeck, der nur schlecht rasiert ist an dem Tag. Genau. Frühmorgens. Bad Hair Day. Und sollte mal wieder zum Zahnarzt gehen. Ja, nachfallen dann lassen. Geht's bei John Sinclair auf die Ziellinie. Und zwar, man ist bei der vorletzten Folge die 106 bei Tonstudio Braun, Tokatas Erbe von Jason Dark natürlich. Ja. Und das gibt's bei Lübbe. Ja, bei Lübbe gibt's außerdem eine John Sinclair und zwar in dieser regulären Serie, da ist schon die 142, das Grauen aus dem Bleisarg. Der ist an Bleivergiftung gestorben. Ja. Ja, dann ganz tolle Idee und zwar ein Hörspiel nach oder von Maria Isabel Sanchez Vegara. Und zwar hat die sich überlegt, wie denn große Berühmtheiten so als Kind gewesen sind. Deswegen heißt diese Serie auch Little People, Big Dreams. Und die Folge 1, da geht es um Maria Montessori, Jane Goodall eigentlich, ne? Ja. Agatha Christie und Stephen Hawking. Und das ist eine hammergeile Idee, wirklich. Ja. Bin gespannt. Ich auch. Ja, dann am 18. Dezember gibt es noch eine neue Midnight Tales, die Folge 32, Der nahende Winter bei Contendo Media. Und Offenbarung 23 deckt endlich die größte aller Verschwörungen in Folge 90 auf. Liebe. Sehr gespannt. Mhm. Mhm, stimmt. Ja, und es gibt auch eine reguläre Van Dusen-Folge, die 25, yeah. Professor Van Dusen und der Zirkusmörder. Die Rias-Produktion aus 1983 kommt jetzt auch endlich bei Maritim raus. Ja, da kann man sich auch mal eine Zirkusfolge anhören. Genau, und bei Van Dusen geht das. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass Professor Van Dusen Erwähnung findet. Kommt gleich noch eine sehr, sehr schöne News gegen Ende dieses Teils. Kleiner Teaser, dass er dranbleibt. Nach der Werbung. Sehen Sie das? Ah nee, hören Sie das. Für was machen wir jetzt Werbung? Nein, für Van Dusen. Hämorrhoidencreme, was? Ja. Anti-Hämorrhoidencreme, muss es ja eigentlich heißen, ne? Ja, dann. Freitag, 18. Dezember im Radio läuft schon 22.03 Uhr bei SWR 2 die Langfassung von das ABC des schönen Mordens, also den Adventskalender des SWR, den Kai Magnus Sting geschrieben hat und da gibt es ja immer eine Radiofassung, also in diesem Fall ein Stundenformat und das ist dann am 18. Dezember 22.03 Uhr bei SWR 2 zu hören. Ach so, das, ich glaube, am Anfang hat man nicht erwähnt, dass das Ganze natürlich auch beim Hörverlag im nächsten Jahr rauskommen wird, auf CD natürlich. Also gibt es wahrscheinlich drei verschiedene Fassungen, weil der Adventskalender dürfte ein bisschen länger sein als die Radiofassung. Die CD-Fassung wird auch 78 Minuten haben, also es gibt drei unterschiedliche Längen und müsst ihr wahrscheinlich alles drei hören. Ich glaube, das wird kein großes Opfer sein. Nein, ich denke auch, das wird gehen, das kann man hinnehmen. Ja. Dann gibt es die Nacht der Raben nochmal zu hören und zwar am Samstag, den 19. Dezember, 21.05 Uhr, den ersten Teil im NDR Info, Raben im Schnee heißt er, nach Anne Cleaves, eine SWR-Produktion aus 2008. Ja. Ein großartiges Stück, das war auch damals so das erste, also so mit das erste Mal, dass man so einen relativ modernen Thriller, die kam ja da auch erst so richtig auf, die große Krimiwelle war da noch nicht so im Rollen, also diese breite Krimiwelle, also es gab schon diese skandinavischen Krimis, aber so dieses ganz breit gefächerte, wo dann auch plötzlich irgendwann deutsche Autoren auftauchten, das gab es noch nicht und das hat mich damals doch sehr überrascht, dass man sowas dann doch im Radio hört. Also 2008 lief eigentlich im Radio ganz andere Sachen als sowas. Dann eine Ursendung gibt es im HR2 am Samstag noch um 23 Uhr. Rattenfloh heißt das Hörspiel von Hermann Kretschmer. Dann Sonntag, 20. Dezember wird es ein neues Hörspiel zum Download geben und zwar bei unseren Freunden von Fandom House. Die haben sich wieder einem Karl-May-Hörspiel oder einer Karl-May-Stoff angenommen und Bringen. Ja, spannende Geschichte. Also, das hatte ich noch nie gehört vorher. Es betrifft die zweite Reise von Old Shatterhand, der im Auftrag einer Detektei nach einem Verbrecher sucht
und ja, diesem auf den Fersen ist und eben unterwegs am Ufer des Colorado quasi in so einem Kaff ist und da in einer Bar eben auf diesen Old Death trifft, der als ja so ein bisschen so ein legendärer Westmann gilt. Und just in dieser Bar treiben sich dann natürlich auch ein paar Rüpel rum und so, ja, kommt es ein bisschen zum Knatsch. Und wer tritt dann auch noch irgendwann mal in diese Kneipe ein? Richtig, der Winnetou. Aber keiner gibt sich so recht zu, also Old Shatterhand gibt sich nicht zu erkennen und Old Death hält ihn halt für so ein Greenhorn. Und Old Shatterhand will ihn halt so ein bisschen herausfordern und Old Death bietet ihm dann an, ihn auf seine ja, Mission quasi zu begleiten. Aber im Hintergrund gibt es halt noch eine größere Geschichte und zwar geht es um diese Zeit damals, in der Mexiko im Clinch war und die Indianergruppen damit eingeflochten waren in diesen Konflikt, es dann zum Aufeinandertreffen von Apachen und Comanchen kam und Winnetou als der Oberapache, ja, versucht halt diesen Konflikt irgendwie zu lösen, natürlich für seine Apachen irgendwie friedlich zu lösen. Aber die Comanchen sind halt schon so auf Krawall gebürstet, dass das schwierig wird. Und er plant da darf man jetzt nicht zu viel verraten, außer dass halt in diesen Konflikt dann quasi alle Figuren reingeschleudert werden und dann gleichzeitig eben noch diese Geschichte um ja diesen Verbrecher mit hineinspielt. Und das ist eine sehr spannende Geschichte tatsächlich, die ganz tolle Einzelpassagen drin hat. Also allein diese Flussfahrt zum Beispiel auf dem Dampfer, sehr spannend, hat mir sehr gut gefallen. Ist natürlich ein bisschen Klischee überall. Klar, der eine Verbrecher, der ist natürlich schon irgendwie aus der Schublade. Ist aber völlig okay. Also das nehme ich bei Karl May tatsächlich hin, wenn mir das gut präsentiert wird. Und das ist hier wie immer tatsächlich der Fall. Da haben die Jungs und Mädels von Fandom House echt ein Händchen für. Ich hätte nur einen Kritikpunkt anzubringen und zwar ist, dass der Sprecher von Old Death, dass man da das andere Mikro oder die anderen Aufnahmebedingungen hört. Mhm. Das ist ein bisschen, es hat ein bisschen so einen Hallervorden-Hall. Ah, okay. Das Einzige, was ich bemängeln würde. Ansonsten hat mir das großen Spaß gemacht und ich habe das mit sehr viel Freude gehört und ja, kann das nur allerwärmstens empfehlen. Das ist für Umme, das ist irre und ganz atmosphärisch, ganz toll und hat mir als Karl-May-Müffel wieder sehr gut gefallen. Ich entwickle mich noch zu so einem Karl-May-Fan irgendwie. Ja, mich hat diese Podcast-Folge wieder überrascht. Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe gedacht, ich hätte noch Zeit, aber dem war ja nicht so. Manchmal. Du bist ja wie die Bahn. Ja, wirklich. Ich bin im Winter. Genau. Also macht das bitte. Das ist wirklich wieder sehr, 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 sehr gut geworden und macht Riesenlaune tatsächlich. Ja. Das ist ja auch, ist ja meistens das gleiche Personal. Man kennt die ja mittlerweile und es ist trotzdem kein Problem. Das ist ein bisschen wie bei Europa früher. Hat man auch kein Problem gehabt. Und bei Larry Brent? Nee, oder bei Macabros? Wo war das mal so drastisch? Bei Larry Brent war das doch mal so drastisch. Mhm. Die hatten doch auch hier bei diesen drei Fragezeichen, da war doch immer, da haben die immer wieder diesen Oliver Rohrbeck und diesen Jens Wawacek und den Andreas Frisch. Also ich würde fast sagen, also in fast jeder Folge, ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer legen wollen, aber ich glaube, das ist heute immer noch so, oder? Ja, ja. Fällt euch denn nichts Neues ein? Ja, aber naja, gut. Müsst ihr selber wissen. Aber also allein wirklich, also die Umsetzung wie immer, tippitoppi, also allein die Musik, das ist natürlich Archivmusik, aber die macht so Atmosphäre, das ist der Hammer wirklich, wie die auch eingebunden ist, ganz toll. Das mag ich ja auch immer bei Fandom House, wie die Musik einbinden. Ein bisschen viel Erzählpassagen sind drin, ist aber tatsächlich vonnöten und gut eingebunden. Es ist nicht wie bei Jan Tenner, sondern das ist halt in die Szenen eingewoben. Mhm. Ne? Ja, verstehe auch nicht, warum die das nicht hinkriegen bei anderen. Naja, gut. Ich freue mich noch drauf. Bringen wir zurück ins Radio. Am Sonntag, den 20. Dezember um 18 Uhr gibt es bei Bremen 2 auch nochmal Roll Over Beethoven zu hören. Eine Sitcom aus dem alten Wien in 9 Aufzügen. Wie schon erwähnt, jetzt gibt es noch die zweite Chance. Dann am Sonntag 18.30 Uhr im Deutschlandfunk Kultur gibt es eine Ursendung mit dem spannenden Titel Am Rande des Untergangs vergnügt sich das Kapital. Von Joel Laszlo, eine Deutschlandfunk Kulturproduktion. Ja, und bei NDR Info gibt es natürlich wieder ein Georges Seminar an diesem Sonntag, den 20. Dezember. 21.05 Uhr läuft zum ersten Mal Schlusslichter. Dann gibt es etwas Interessantes. Am Montag, 21. Dezember im Handel erhältlich das Hörspiel Die kleine Hummel Bommel
von Britta Sabak ist, glaube ich, die Buchvorlage, oder? Ja, ich glaube, ja. Und Maite Kelly hat das unter anderem als Hörspiel dann verhörspielt. Interessant. Bei Silberfisch kommt das Ganze auf CD dann. Wenn es denn kommt. Also es ist noch angekündigt, aber ich glaube, das war schon in diesem Jahr, ich glaube, seit Anfang des Jahres angekündigt und ist immer wieder verschoben worden. Vielleicht hat man es jetzt noch nicht geschafft. Es gibt jedenfalls, wenn es diese Folge gibt, nicht nur eine Folge, denn es wird auch gleich noch die kleine Hummelbommel feiert Weihnachten geben. Die kleine Hummelbommel sucht das Glück. Ja, das war es dann schon. Drei Stück sind es dann insgesamt. Dann einen Klassiker gibt es zu hören im SRF 1. Wieder einen Dürrenmatt. Und zwar eine DRS-Produktion aus 1986. Die kam beim Christoph Merian Verlag auch mal auf CD raus. Der Richter und sein Henker, den ersten von vier Teilen, gibt es um 14 Uhr am 21. Dezember zu hören. Ja, und bei MDR Kultur gibt es auch ein Hörspiel, was schon lange nicht mehr lief, was toll, ganz großartig ist und was wir euch ganz dringend ans Herz legen wollten. 21. Dezember, 22 Uhr, MDR Kultur läuft nämlich Zwei Menschen endlich von Marianne Zückler. Ganz großartig mit Bernhard Schütz und Johanna Gasdorf. Wie gesagt, wir hatten es euch schon vorgestellt, aber ja, es sei nochmal darauf hingewiesen, hört das. Das ist auch so ein Evergreen, also wenn ich das lese, denke ich mir auch mal, ach, eins der besten Hörspiele, die ich jemals gehört habe. Ja, irgendwie. Ja. Nächste ist dann wieder was für dich am Dienstag. Marianne Lekis, Der Buddhist und ich gibt es auch wieder zu hören. Und zwar den ersten Teil könnt ihr hören am Dienstag 19.04 Uhr im WDR 3. Das WDR-Hörspiel aus 2012. Am Regiepult Petra Feldhoff damals. Ja. Ja, dann springen wir an den Heiligen Abend. Donnerstag, 24. Dezember, gibt es natürlich auch einen Kein-Mucks-Krimi mit Bastian Pastewka. Und was sage ich? Ich lüge, es sind nämlich zwei. Es gibt nämlich einmal Anruf am Abend von Johannes Beisel und ein Stück Gänsehaut vor Mitternacht, ein Anruf nachts um drei von W. Altendorf. Ja, dann am 24. gibt es auch eine Ursendung im HR2 nachmittags 14.04 Uhr, nämlich König Drosselbart. Ja, ein O-Ton-Hörspiel nach Gebrüder Grimm. Ja, es gibt wohl bei der ARD neue Märchenfilme. Ach. Und die Filme wird man auch die Tonspur veröffentlichen und Sascha X wird also quasi so als Erzählpart diese Tonspur dann rundmachen, damit es als Hörspiel funktioniert. Ist normalerweise nicht das Ding, was wir im Programm, also beziehungsweise eigentlich mit reinnehmen, aber naja, wir machen es dann trotzdem mal. Ja, dann einen Thilo Reffert gibt es auch nach Johann Wolfgang von Goethe und zwar sein Faustinchen, den ersten von drei Teilen, gibt es um 14.05 Uhr parallel im SWR 2 zu hören. Ja, und am 24. Dezember um 15.05 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur kann man nochmal Der Prinz und der Bettelknabe hören, das Hörspiel nach Mark Twain, was Henrik Albrecht als musikalisches Hörspiel umgearbeitet hat und was auch bei Headroom auf CD erhältlich ist. Ja, und dann gibt's den Weihnachtsabend zu hören, also die Charles Dickens Geschichte, der Weihnachtsgeschichte. Wie heißt denn das im Original? Ist das die also Weihnachtsgeschichte? Das Hörspiel im Radio heißt Der Weihnachtsabend und das Hörspiel, als es auf CD erschien, hieß Eine Weihnachtsgeschichte. Und das Original heißt, glaube ich, Christmas Carol. A Christmas Carol, genau. Ja. Um 19.04 Uhr gibt es das im WDR 3 zu hören. Eine Koproduktion von SWF, HR, SDR und SR. An SDR hört, ja, es ist schon ein bisschen her. 1968 kam auch beim Audioverlag auf CD raus mal. Ja, dann, wir hatten noch gar keinen Knaller diesen Monat. Doch, hatten wir einige. Aber es kommt jetzt endlich der Deckel drauf. Du glaubst auf die, es nicht. Ich lese gerade den Bitte? Lies gerade den ersten Teil. Okay, die Solaris-Trilogie findet nämlich jetzt ihren Abschluss. Es gab ja schon zwei Teile beim WDR und jetzt bringt man den dritten Teil Jenseits der Zeit nach dem Roman von Cixin Liu. Liu Cixin. Ach so, schreibt man da, spricht man das andersrum? Liu Cixin, sagen sie immer. Okay. Ja, weil also Liu ist ja der Vorname und Cixin ist der Nachname, da wird es immer einmal umgedreht. Ich lese gerade den ersten Teil und bin begeistert von diesem Buch, das ist so toll. Ja. Da kommst du nicht mehr weg von. Das ist aber witzig, wirklich. Nee, und die machen wirklich den letzten Teil. Das ist ja, ich freue mich ja wie Polle. Ja. Da flippe ich ja gerade ein bisschen aus, tatsächlich. Ja, siehst du. Sehr schön. Och Mensch, ich wollte eigentlich, ich fürchte, das muss ich mir sparen, weil ich eigentlich erst lesen wollte. Ja, ein bisschen beeilen. Es liest sich aber auch sehr schnell. Ja, siehst du. Was so gut ist. Ja, dann Ursendung. Weihnachten gibt es natürlich auch ganz viel Neues und auch HR2 hat eine Ursendung im Programm Mansfield Park von Jane Austen. Ist ein neues Hörspiel, was an Weihnachten
laufen wird. Es ist am 25. Dezember Teil 1 und am 26. Dezember Teil 2. Ja, wie gesagt, eine Neuproduktion von Iris Drögekamp, die das Ganze für den HR bearbeitet und Regie geführt hat. Ja, dann soll am Freitag, den 25. auch Tullas Geister Teil 2 rauskommen. Der goldene Gustav bei Hermann Media. Das war auch schon mal angekündigt. Ja, ja, ne? Das war schon vor längerer Zeit angekündigt und jetzt hat man es doch noch ein bisschen nach hinten geschoben und bringt es dann Ende Dezember. Ja, am 25. Dezember gibt es auch bei Deutschlandfunk Kultur eine neue Kurzstrecke, die Ausgabe 105 mit den Hörspielen Das Wissen der Stadt von Oliver Heidkamp und Leon Pschierer, Candy for the Mind von Friederike Haug und That Woman von Ida Hatschik. Und natürlich gibt es auch noch was Neues aus der Wurfsendung dabei. Und du hast nicht mal gesagt, dass es ein Umklapp ist. Stimmt, es wäre ein Umklapp gewesen. Hätte mir einen Punkt gebracht, wahrscheinlich den einzigen. Ich fürchte auch, ja. Ja, dann geht's halt wieder 0-0 aus. Dann ein Hörspiel von Milena Beisch gibt's zu hören. Und zwar Bis zum Delfin heißt es. Und das gibt's zu hören am 25. um 8.05 Uhr frühmorgens im Deutschlandfunk Kultur. Ja, dann am 25. Dezember, Was wäre Weihnachten ohne Hilfe, die Hetmans kommen? Das Hörspiel in diesem Fall nach Barbara Robinson vom NDR aus dem Jahr 2012 sendet NDR Info am ersten Weihnachtstag um 8.05 Uhr. Ja, dann bei HR2 gibt es auch eine Ursendung zu hören und zwar hat man sich wieder einem Roman von Jane Austen angenommen. Mansfield Park wird als Dreiteiler zu hören sein an den beiden Weihnachtstagen und am 27. Dezember jeweils 14.04 Uhr das Ganze bei HR2. Und SWR2 wird das Ganze auch parallel senden an den gleichen Tagen, aber um 18.20 Uhr dann jeweils. Und auf CD wird es das Ganze auch geben. Am 15. März erscheint es dann beim Hörverlag. Dann am 25. 15.05 Uhr im WDR 5 gibt es dann auch den Auftakt von Jenseits der Zeit im Radio zu hören. Ja, die Ursendung des ersten von 6 Teilen nach Yusushin. Ganz irre. Toll. Ja, ein Hörspiel nach Jennifer Clement ist bei RBB Kultur zu hören und zwar ab Freitag, den 25. Dezember, läuft auch das dreiteilige Hörspiel Gun Love. Andrea Ghetto hat Regie geführt und das Ganze auch bearbeitet und der Dreiteiler wird auch an beiden Weihnachtsfeiertagen und am 27. Dezember jeweils um 19 Uhr zu hören sein. Dann wieder eine Ursendung im NDR Info um 21.05 Uhr. Am 25. gibt es der Buchhändler von Archangelsk. Nach Georges Simenon. Ja. Archangelsk. Ja. Was ist denn das? Das ist ein Ort? Wahrscheinlich, ja. Ja, 26. Dezember, 14.05 Uhr bei NDR Info gibt es die Weihnachtsgeschichte A Christmas Carol nach Charles Dickens zu hören. Die Bearbeitung, also die musikalische Bearbeitung von Henry Albrecht. Auch die gab es bei Headroom auf CD und im Radio ist sie jetzt nochmal am zweiten Weihnachtstag zu hören. Die ganze Reihe ist ja ganz toll. Toll, ja. Archangelsk ist eine Hafenstadt in Nordrussland übrigens. Okay, gut, dass man das mal weiß. Ja. Dann gibt es eine Ursendung im HR2 am 27. am Sonntag, 8.04 Uhr. Mein Freund Otto, das große Geheimnis und ich nach Silke Lambeck, eine Koproduktion von NDR, HR und Deutschlandfunk Kultur. Ja, dann ein Hörspiel, was dich wahrscheinlich wieder zum Ausflügen bringt, dass es nochmal läuft. Am 27. September, 17.04 Uhr bei SR2 gibt es nochmal Wo fängt die Wand an zu hören? Das Hörspiel von Madeleine Giese. Das beste Hörspiel, was ich jemals zum Thema Kunst gehört habe. Ja. Bitte anhören, das ist wirklich ein Kleinod. Sensationell fand ich das. Ja. Dann, ja. Ja, mach ruhig. Gibt's keinen Mucks. Um 18 Uhr am Sonntagabend, 27. Dezember auf Bremen 2, sendet wieder Bastian Pastewka seine Krimi-Klassiker des RBs und darin ein wirklich knalleriger Knaller, würde ich jetzt mal sagen, nämlich Arnold E. Otts, Der Mann auf der Feuerleiter, eine RB-Produktion aus 1963. Ja, mit Hans Petsch als One-Man-Show. Ja. Ja, nicht Peter Pasetti, wie ich fehlgeleitet mal angenommen habe. Es ist Hans Petsch natürlich. Ja, ein Psychiater wird zu Hilfe gerufen, weil ein Mann, eben der Mann auf der Feuerleiter, ja, von einem Dach springen will und ja, man nicht so genau weiß, wie man dem jetzt da wieder raushelfen kann aus der Situation. Da kann halt ein Psychologe helfen und so wird er hochgeschickt und unterhält sich mit ihm und erfährt von ihm, dass der Grund, warum er sich umbringen will, ein doch sehr ungewöhnlicher ist. Und zwar behauptet er, ein Verbrechen begangen zu haben, wofür ein anderer just in diesem Moment hingerichtet wird. Sehr ungewöhnlich und als Hörer versucht man dann auch erstmal einzusortieren, ist der bekloppt oder was steckt hinter dieser Geschichte? Genau, man macht das mit Hans Petsch zusammen
und setzt sich mit ihm ans Telefon und er telefoniert mit dem Gefängnis, wo dieser Mann, also dieser angeblich Unschuldige quasi hingerichtet werden soll und erfährt halt so die Hintergründe dieser Tat und dass dieser Mann auf der Feuerleiter das anscheinend schon öfter versucht hat und naja, da wird halt so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit gesägt dieses Mannes, dass er vielleicht doch einfach nur verrückt ist. Tja, und das Ding schaukelt sich hoch und schaukelt sich hoch. Und die Hinrichtung rückt immer näher und immer näher und es wird immer brenzliger und das Ende müsst ihr selber anhören. Ja. Ich fand das großartig. Ist auch das großartig. Stück. Ich habe es dann auch direkt gehört und kann dir nur beipflichten. Das ist wirklich ein ganz tolles Ding. Hammer, ja. Wirklich. Ja, es gibt auch nicht nur den Krimi zu hören, sondern es werden noch drei weitere gehen. Unter anderem wird Schwarze Hochzeit nach Ed McBain zu hören sein. Und auch das Hörspiel angeblich Notwehr von Arnold Eort, das hatten wir euch schon mal vorgestellt, als es als Podcast lief. Und dazu wird es auch zum Abschluss noch eine Folge von Dicky Dick Dickens, die Radio Bremen Produktion von damals, also die zweite Staffel. Die erste Staffel ist ja leider verschwunden und die zweite Originalstaffel, das erlebt man den ersten Teil nochmal. Und das ist dann leider auch schon der Abschluss von Kein Mucks. Es wird also dann keine Podcasts mehr geben und auch keine Radiosendungen. Das war's dann leider und ich hoffe, dass man da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und dass man das vielleicht nochmal irgendwie in irgendeiner Form nochmal irgendwann neu auflegt. Das wäre nämlich wirklich eine sehr, sehr schöne Reihe. Ja, schreibt Briefe an den RB. Dringend. Meldet euch. Das war ja wirklich ganz, ganz toll. Ja. Tolles Format. Unbedingt, ja. Macht echt richtig Laune. Ja, dann, und da gibt es auch bestimmt noch einiges zu entdecken. Auf jeden Fall. Dann am Sonntag abends um 21.05 Uhr im NDR Info gibt es noch eine Ursendung, die Glocken von Bichetre. Ja, ein Georges Simenon. Na, guck an, eine NDR-Produktion. Ja, dann wird es auch das Hörspielmagazin Januar 2021 im Dezember noch geben, Dienstag, 29. Dezember, 20.10 Uhr beim Deutschlandfunk. Noch eine Ursendung im Deutschlandfunk Kultur am Mittwoch um 22.03 Uhr. Da gibt es Hummer und Durst von Leon Engler, eine Deutschlandfunk Kulturproduktion. Ja, dann sendet am 31. Dezember um 15.45 Uhr WDR 3 das komplette Hörspiel Bel Ami von Guy de Maupassant, die WDR-BR-Produktion aus 2000. Das ist, glaube ich, eigentlich ein Dreiteiler. Den gibt es am Stück ab 15.45 Uhr. Ja, jetzt musst du mir weiterhelfen. Ja. Was ist da? Ja, es gibt nämlich am 31. Dezember hat man ja bei Deutschlandfunk Kultur immer mal Krimis gesendet am Silvesterabend. Und das macht man jetzt auch am 31. Dezember diesen Jahres um 18.30 Uhr laufen da gleich zwei Krimis. Und zwar einmal Professor van Dusen Folge 1, eine Uns Radium und Folge 2, das sicherste Gefängnis der Welt. Ja, das ist der Auftakt zur Van Dusen-Reihe, denn Deutschlandfunk Kultur wird ja im Jahr 2021 Van Dusen, also beziehungsweise die Reihe nochmal komplett wiederholen. Und das ist doch mal eine schöne Nachricht. Das ist echt cool. Und wie gesagt, die zwei Folgen, also gerade die Folge 2 ist ja wirklich die, eine der herausragendsten für Van Dusen, trotz Vorlage von Jacques Brutel. Aber das ist ja tolle Krimis und ja, ich freue mich sehr drauf, dass man das nochmal ins Radio gehievt hat. Dann können wir über jede Folge reden. Ja, jeden Monat. Das ist toll, da freue ich mich. Das ist ein schöner Abschluss dieser ersten Orcast-Teilausgabe von 104. Dings, genau. Ja. Gerade in die Kurve gekriegt. Machen wir einen Deckel drauf. Aber sowas von. Und hören uns dann später wieder, wenn es weitergeht. Genau. Diversen Rückblicken und Gedönsen. Genau, dann bis gleich. Eine Fahrt. Ja,